Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Jeden Monat trudeln bei mir diverse Beautyboxen ein und ich freue mich immer wie Bolle, wenn da irgendwie so dekorative Kosmetik drin ist. Ob ich mich dann wirklich drüber freue, ist die Frage, wie es halt funktioniert. Und das teste ich mit euch jeden Monat in diesem Video, also in einem Full-Face-Beauty-Boxen. Und da testen wir jetzt heute die Produkte aus den ganzen April-Boxen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal zu schauen, was in diesem Gesicht abgeht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe diese Arten von Videos immer ziemlich, weil ich einfach nie weiß, was dann am Ende dabei so rumkommt, ne? Ich habe mir immer so über einen Monat aufgeschrieben, wo die einzelnen Produkte herkommen. Und manche musste ich dann natürlich ergänzen, wie zum Beispiel hier diesen Primer. Das ist hier von NYX, der Plump It Right Back. Oder Plump Right Back, der war jetzt nicht irgendwo in der Box mit drin, ne? Aber ich muss natürlich ja auch einen Full Face zustande kriegen. Ist in so einer Fancy-Pansy-Verpackung und kommt raus wie so ein Gel. Und hier haben wir so einen Airless-Container. Das heißt, es wird so hoch gepumpt und am Ende hast du halt quasi keine Luft in dem Produkt, was ich auch immer ganz appetitlich finde, wollte ich gerade sagen, hygienisch finde. Naja, glättert der jetzt groß, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Was der macht, so ein sticky Gefühl, ne? Also schon jetzt nicht so, ne? Sondern halt, dass ich denke, dass da auch Foundation ganz gut drauf haften wollen würde. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox, wenn ihr möchtet. Dann hatte ich in der Trend Raider Box den Dr. Hauschka oder die Dr. Hauschka Foundation in der Farbe 02 Almond Mandel. Leute, ich weiß nicht, ob ihr denkt, dass ich aussehe wie eine Mandel. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich habe das bei Unbox Butterfly Nicole gesehen. Die hat den ausgetestet. Die ist aber ein Müh oder ja so ein Tick dunkler als ich normalerweise, ne? Und bei ihr sah es gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei mir aussieht. Ist auf jeden Fall eine schöne Verpackung. Das habe ich ja auch schon in dem Unboxing gesagt. Der Moment, wenn dir auffällt, dass du vergessen hast, Pinsel rauszuholen, ist nicht schlimm. Ich nehme dann die von BH Cosmetics. Die stehen hier eh immer neben mir, ne? Das sind halt so diese Pinsel. Das sind No-Brainer für mich. Kann ich euch auch voll empfehlen, falls ihr euch für schöne Pinsel interessiert, die einen recht günstigen Preis haben. BH Cosmetics wird aufgrund der Insolvenz sehr bald von Revolution übernommen. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass da jetzt auch auf die Pinsel sehr gute Rabatte laufen, ne? Also schaut auf jeden Fall auf der Homepage mal bei BH Cosmetics vorbei. Auch bei DM und so wird das so sein, dass die da die ganzen Sachen halt rabattiert haben werden. Bei BH Cosmetics selber könnt ihr immer den Code von Maxim verwenden. Maxim10 müsste das sein, falls der aktuell auch gültig ist. Das weiß ich nicht. Und was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr euch irgendwie Igral runterladet oder so, habe ich damals bei Mama Co Beauty gesehen. Und das ist so ein Cashback-Programm. Ne? Setze ich euch auch einen Link in die Infobox, habe ich keine Kooperation mit. Das ist jetzt einfach nur, dass ich da jetzt schon seit Jahren halt das installiert habe bei mir, beziehungsweise so als Browser-Erweiterung und ja, da einfach echt zufrieden mit bin. Ne? So, Foundation. Nicht so viel reden, Claudinchen, du musst das Ding mal ausprobieren. Na, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Es macht nämlich Furzgeräusche. Hallo. Ja, so. Oh. Oh, dunkel ja. Aber ja, doch. Ne? Man sieht es halt hart auf der Hand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir versuchen das Ganze einfach mal. Ich nehme jetzt hier so einen Pinsel. Sehr, sehr dickflüssig. Also fluffig das Ganze. Und ist schon zu dunkel, ne? Sehr cremig parfümiert. Und dann nehme ich jetzt hier ein Schwämmchen. Schwamm. Der kommt aus der Purish Mystery Box. Also würde ich mir jetzt auch nicht in meiner Farbe so nachkaufen wollen, ne? Weil dafür ist es halt sehr fleckig. Man sieht es ja hier sehr extrem, ne? Das ist wirklich sehr, sehr fleckig. Und es setzt sich auf trockenen Stellen ab. Die Foundation ist für mich persönlich nicht nährend genug. Sie funktioniert zwar mit dem Primer, also da ist jetzt keine Krümelparty am Start oder so. Aber, nee, sitzt nicht gut auf meiner Haut. Meine Rettungsversuche beginnen meistens bei einem Concealer tatsächlich. Den habe ich mir letztens gekauft von dem Ersam. Ist das der High Class Concealer, habe ich in der Farbe Ivory. Und damit kann man natürlich auch versuchen, seine Foundation wieder zu reparieren. Super teuer, bin ich ein bisschen so hinübergefallen, als ich das nachher bei der Kasse gesehen habe, weil als ich den in meinen Einkaufswagen gepackt habe, muss ich gestehen, habe ich mir das Preisschild jetzt nicht so enorm angeguckt, weil ich dachte, naja, komm, im Asam ist jetzt nicht super günstig, aber wir befinden uns hier im Rossmann in der Drogerie, also dementsprechend wird das jetzt keine Hunderte von Euros kosten. Naja,
war dann doch nicht so günstig wie gedacht. Gut, den trage ich mir jetzt erstmal an den Stellen auf, wo ich generell Concealer auftrage. Und dann gebe ich ihn mir auch noch über meine Foundation-Geschichte teilweise drüber. Manche, wie zum Beispiel Like a Daisy in Spring, die Lara. Genau, die liebe Sarah Isabel verwendet ja zum Beispiel auch gar keine Foundation, sondern eigentlich nur Concealer. Also, ne, das ist alles möglich. Wir sehen hier auch ganz gut, dass Foundation, Concealer und Primer gerade überhaupt nicht miteinander wollen. Also ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich habe hier so eine richtige Abtragungsstelle. Ne? Also das funktioniert leider gar nicht gut zusammen, weswegen das jetzt für mich auch ein bisschen schwierig wird, den Concealer als Rettungshelfer zu verwenden. Also das ist hier eine Krümelparty ohne Ende. Es ist super, super schwer, dass diese Produkte alle miteinander in irgendeiner Art und Weise funktionieren und ich da jetzt das Beste raushole. Aber ich gebe mein Bestes. Es ist ein kleiner Kampf hier. Vor allem möchte ich ja auch gerne, dass so ein bisschen Ruhe ins Gesicht reinkommt, ne? Mehr lässt sich jetzt echt nicht retten. Das sieht von der Ferne okay aus, vom Namen sieht es ganz furchtbar aus. Ich muss sowohl Concealer als auch Primer nochmal separat testen. Das hat jetzt so für mich jetzt eigentlich keinen Sinn, dass ich da jetzt irgendwie eine Review oder sowas zu abgebe, ne? Weil das einfach jetzt gerade so in diesem Gesamtgedöns nicht so gut funktionieren kann. Ich verwende jetzt ein bisschen Lippenpflege. Das war in der Rossmann Schön für mich Box drin, eigentlich von März, aber ich habe die euch erst im April gezeigt. Deswegen kommt das jetzt hier mit rein. Das ist die in Alterra 2-in-1 Lip Cream and Primer. Sowas finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Habe ich auch immer bei mir immer auf dem Tisch stehen. Ich trinke mir aber kurz nochmal, das war ein Reim, ne? Vorher einen Schluck Eistee. Denn Trinken ist wichtig. Schön Wasser trinken hier. Oha, wir haben direkt hier eine Kühlung und das macht so matte Lippen. Das finde ich interessant, ne? Ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen Foundation auf dem Füßchen drauf. Das streife ich dann immer hier am Handtuch neben mir so ein bisschen ab, ne? Dass es quasi das Produkt nicht verfärbt. Ich habe jetzt matt rosa Lippen. Das ist witzig. Okay, weiter geht die wilde Reise. Meine Haut ist ja eigentlich schon furztrocken, aber wir müssen noch ein bisschen abpudern, ist klar, ne? Weil das ist so mein zweiter Step, um das Ganze ein bisschen mal aufzuhellen. Hier bei mir zu Hause, da quasi neben mir, die liebe Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring. Und die hat mir zwei Produkte mitgebracht von Riva Loves Me aus der Blooming Beauty Edition hier, ne? Einmal das Transparent Powder. Und dann auch noch den Blush, das zeige ich euch beides in diesem Video. Und sie hat gesagt, dass es bei mir wahrscheinlich etwas besser funktionieren würde, weil ich halt etwas heller auch bin und weil ich so einen kühlen, neutralen Unterton habe. Und das Puder wird jetzt auf mein Gesicht gegeben. Ich versuche das jetzt auch so zu machen, wie ich das normalerweise immer mache, nämlich zuallererst mit dem Schwämmchen hier so durch, ne? Und dann quasi den Concealer setzen. Immer ein bisschen bei solchen Produkten so ein bisschen bedenken, wenn das schon matt draufsteht quasi, ne? Ob das was wird, weil es ist ja schon alles so trocken bei mir. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus. Vor allem, das ist wirklich hell. Das ist nicht translucent und das hat tatsächlich auch einen Schimmer mit drin, was jetzt für mich immer ganz geil ist. Was ich jetzt heftig finde, klar, ihr seht, wie hell das Kram ist, ne? Wird nachher noch so ein bisschen mit einem Pinsel ausgefiechert. Der Concealer und das Puder haben sich überhaupt nicht lieb, denn ich habe jetzt durch den Concealer Augenschatten. Läuft. Dann nehme ich mir jetzt hier mal so einen fluffigen Pinsel. Ich mag das, wenn die halt hier oben so spitz sind quasi, ne? Damit arbeite ich immer recht gerne. Und jetzt wird abgepudert. Also es gibt ja viele Phänomene in der Beauty-Welt, aber ich glaube, ihr habt noch nie von dem Phänomen gehört, dass ein Puder fleckig wird, oder? Crazy. Also ich meine, ne, abgesehen davon, dass ich gerade von 5 Nuancen zu dunkel auf 5 Nuancen zu hell gewechselt bin, das ist echt super witzig, ist dieses Puder halt auch echt merkwürdig. Das hat Sarah Isabel in ihrem Video auch ganz genau so gehabt. Und das kann ich jetzt nur bestätigen. Gucken wir uns das ganze Spektakel mal aus der Nähe hier an in meinem Gesicht. Nein, das sieht auch furchtbar aus. Also ich habe hier richtig auch Schimmer auf meinem Gesicht, so viel zu transparent matt, ne? Hier habe ich auch so eine schöne Geschichte, wo der Concealer halt irgendwie noch zu sehr, irgendwas hat der gegriffen. Und dadurch habe ich hier so einen weißen Strich, weil hier ist Concealer und die Foundation, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwas ist hier auch ganz verkehrt gelaufen. Also ich weiß ja nicht, ne? Das ist, also ich weiß wohl, weil weiß in meinem Gesicht und so, aber das sieht nicht gesund aus, was hier gerade abgeht.
Nun denn, wir machen in unserer illustren Runde einfach munter weiter, denn ich habe hier noch ein paar weitere Produkte zum Testen liegen. Da habe ich hier von Love the Original Bronzing Powder, das ist dieses hier. Auch das war in der Purish Mystery Box drin enthalten. Ich hatte das aber schon da und konnte das dann dementsprechend aus meinem eigenen Sortiment hier rausnehmen. Ne? Das ist ein schönes Produkt, soll ja quasi zu dem Bronze die Wand an von Hatice Schmidt ein Dupe sein. Und was ich halt mit diesem Bronzer jetzt mache, ist nicht nur mein Gesicht an den Stellen aufzuwärmen, wo ich generell Bronzer auftrage, sondern ich versuche es jetzt auch noch so ganz leicht nachher über das Puder so drüber zu geben, also wirklich dann auch ein bisschen großflächiger zu arbeiten, um wieder eine Hautfarbe zu bekommen und nicht auszusehen wie die Schneefrau. Ne, das ist halt irgendwie auch gerade ein bisschen crazy. Claudi, du hast den ganzen Pinsel gekauft, fass den doch mal weiter hinten an. Mhm. Da, ja, das ist so ein typischer Spruch von meinem Freund, wenn wir jetzt oben am Machen sind, ne? Auf unserer kleinen Baustelle. Er hat ja recht. Es ist ein Spiel mit Licht und Schatten heute. Ich sag's euch. Also, ne, das kann, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieses Video nenne ich dann noch irgendwie so. Guck mal, jetzt habe ich mir auch ein bisschen Bräune aufgegeben, habe das auch übers komplette Gesicht gegeben, habe natürlich das da ein bisschen intensiver aufgetragen, wo ich normalerweise meine so bronzenden Stellen habe. Mein ganzes Gesicht schimmert wegen dem Puder, was ich ja eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber ich glaube, im realen Leben ist es ein bisschen verrückt, wie es jetzt hier so aussieht. Und von Namen wird es vor allem auch echt eine crazy Geschichte, ne, weil puh, meine Herren, das Ganze ist ganz schön crusty. Aber das, was ihr so in der Kamera seht, ist ja eigentlich in Ordnung. Es sei denn, ihr seht mich jetzt irgendwie in, keine Ahnung, 4K auf dem Fernseher. Dann könntet ihr jetzt vielleicht auch ein paar unschöne Stellen in meinem Gesicht entdecken. Aber so, finde ich, geht's klar. Okay, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Blush reinbringen können. Auch hier aus dieser Limited Edition, was Sarah Isabel mir mitgebracht hat, diesen Blush. Und da schauen wir mal, ob der jetzt noch ein bisschen mehr was bringt hier. Ja, schon. Ne? Ist eher so ein Blush-Lighter, ein bisschen dezent unterwegs. Aber er passt auf jeden Fall zu mir, würde ich sagen. Also schön auf meine Haut tatsächlich. Ne? Weil ich halt diesen kühlen, neutralen Unterton habe, da passt das ganz gut. Bräuchte ich theoretisch auch keinen Highlighter, aber keine Sorge, Leute. Ich habe jetzt zwei Highlighter gleich liegen. Einmal von Catrice ist das der Glow Lover Oil Infused Highlighter. Den hatte ich in der Glossy Box mit drin enthalten. Ganz cool eigentlich, ne? Und aus dem neuen Catrice-Sortiment, den tragen wir mal hier auf. Nehmen wir uns hier so einen, der ist aber sehr derbe, ne? Highlighter-Pinsel. Ach, so geht's. Ich sehe den fast nicht, ne? Verschwindet fast wegen dem Blush, den ich halt habe und dem ganzen Glow, der sonst so da ist. Aber es ist Glow da, ne? Also ich habe einen Highlighter auf dem Gesicht. Es ist halt nur wirklich ein dezenter. Ist gar nicht so schlimm, finde ich. Ja, passt auf jeden Fall, weil ja sowieso alles ein bisschen viel ist heute in meinem Gesicht. Und dann habe ich von Ofra den Rodeo Drive Highlighter. Der war auch in der Purish Mystery Box drin enthalten. Den hatte ich halt im Mini nochmal da. Und deswegen habe ich meinen einfach genommen. Der dürfte ein bisschen dunkel jetzt sein. Und wie wir es halt so kennen, ne? Ofra Highlighter sind schon der Wahnsinn. Deswegen kurz reingehen, ordentlich abklopfen und dann vorsichtig auftragen. Ja, den sieht man ordentlich, ne? Also da geht schon ordentlich was. Obwohl das die Seite ist, die weniger beleuchtet ist und in dem Sinne in der Kamera halt dezent herauskommt, knallt die schon ganz gut, würde ich mal so sagen. Ist ein bisschen dunkel für mich, aber ich mag den trotzdem irgendwie. Also, ne? Was soll ich euch sagen? Ich mag den schon leiden, sonst wäre der auch nicht in meiner Sammlung. Schönes Produktchen. Wobei, es gibt tatsächlich auch noch so viele verschiedene andere Töne da drin. Ne? Guckt gerne mal bei Purish vorbei. Ich weiß nicht, ob auf Ofra auch gerade Claudis Welt 15 gilt. Ebenfalls in der Glossy Box hatten wir ein Augenbrauenprodukt. Aber vorher muss ich mir, glaube ich, erstmal die Augenbrauen malen, bevor ich Augenbrauenwachs verwenden kann. Dafür nehme ich einfach hier meinen Zoeva Augenbrauenstift, den ich aktuell in Anwendung habe, ist in der Farbe Amos. Wie gesagt, in der Glossy Box hatten wir dieses Moppe drin. Brow Atelier DeFi Brow oder DeFi Brow Styling Brow Soap. Es ist mal wieder eine Augenbrauenseife, Leute, ne? Aber ich versuche ja immer wieder mein Glück und vielleicht habe ich irgendwann mal eine dabei, die ich richtig geil finde. Mal gucken. Wir haben ja auch so einen kleinen, süßen Mini-Spoolie mit drin. Das finde ich immer ganz hübsch. Hier ist dann die Seife und die muss man natürlich erstmal anfeuchten. Oder man feuchtet einfach nur den Spoolie an. Da kann sich hier so ein Wasserspray oder so nehmen. Ne? Einfach 5 Milliarden Liter gehen daneben und ein Tropfen trifft das Vieh. Und dann versuchen wir mal unser Glück.
Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich auch irgendwie Augenbrauen-Soap oder Eyebrow-Soap jetzt mit draufgekriegt habe oder ob ich nur jetzt mir das Bodyspray auf die Augenbrauen gegeben habe. Ich rühre ja auf jeden Fall ordentlich in dem Produkt drin rum. Muss aber wirklich sagen, das, was jetzt bislang in meinen Augenbrauen gelandet ist, also auf der Seite, ist auf jeden Fall ein guter Gedönsen. Also sonst habe ich immer das Problem, dass mir die zu fest sind, diese Augenbrauenseifen. Und ich da echt keine Freude mit habe, ne? So dass ich da auch immer alles sehr klumpig habe. Aber es scheint so auf diese Art und Weise zu funktionieren. Gut. Sonst mag ich das ja nicht so gerne. Klar, nimmt es auch ein bisschen was von der Augenbrauenfarbe runter. Muss ich dann die Tage, wollte ich sagen, demnächst dann einfach ein bisschen mehr vorher drauf machen oder halt dann mit Augenbrauengel arbeiten. Gar nicht so schlecht. Eine Lidschattenpalette, yo, die hatten wir in der Blissim Deutschland Box drin. Mega cool, Sleek Make-up Grounded Eye Divine Eyeshadow Palette gab es in verschiedenen Farben und ich habe halt die Grounded Palette bei mir hier mit drin. Ja, und die können wir uns mal zusammen auftragen, würde ich sagen. Sleek ist ja eigentlich eine ganz interessante Marke, ne? Die war ja damals super im Hype. Also ich weiß, dass viele YouTuberinnen eine riesengroße Sammlung an Sleek Paletten haben. Das war vor meiner YouTube-Zeit tatsächlich, deswegen habe ich da gar nicht so den Bedarf dran, mehr oder weniger, also habe ich gar nicht so viele von denen. Wir haben Grün, Braun, Petrol, ne, als Töne. Und dann werde ich halt für den Inner Corner und so mir den Highlighter zu Hilfe ziehen. Aber sieht schon mal ganz cool aus. So, Dülle, dann möchte ich doch einfach mal mit diesem Peach-Ton hier starten. Das finde ich, glaube ich, ganz cool gerade. Und trage mir den mit so einem Blendepinsel hier innen so auf. Also quasi hier innen anfangen und dann nach außen ausblenden. Jetzt sehe ich aus wie eine Kriegerin. Lieb's einfach. Den Pinsel mache ich ein bisschen sauber und nehme jetzt dieses matte, recht helle Grün auf. Also es ist jetzt nicht so super apfelhellgrün, aber es ist halt einfach ein helleres Grün. Und das trage ich mir dann daneben auf. Also quasi hier auf meinem beweglichen Lid und blende das auch leicht so nach oben außen aus. So der Plan. Jetzt nehme ich mir so einen Point Brush und mit dem mache ich jetzt so ein bisschen dieses Dunkelbraun noch weiter auf mein Auge. Zum einen fange ich damit an, dass ich das an meinen unteren Wimpernkranz hier gebe. Dann nehme ich mir den Ton auch noch, um quasi meine Lidfalte zu vertiefen, beziehungsweise da oben ist ja nicht wirklich meine Lidfalte. Das ist ja eher so mein Augenknochen, aber da möchte ich so eine Art Schatten machen, damit das Auge auch etwas größer aussieht. Und mit so einem Eyeliner-Pinsel nehme ich den auch noch, um so meinen Wimpernkranz zu verdichten. Weil ich habe keinen Eyeliner. So. Jetzt kommen aber noch Schimmertöne, weil das Ganze sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus. Ich beginne mit dem hellsten Ton. Das ist dieses Güldene. Und das möchte ich mir dann gerne in das innere Drittel quasi geben. Ne? Geht am besten mit dem Finger. Und nach außen hin kommt natürlich, beziehungsweise bis fast nach außen hin, ne? Also quasi auf das Zentrum. Der grüne Schimmerton, das ist dieser hier oben. Und auch den trage ich mir mit dem Finger auf. Der sieht schön auf dem Finger aus, ne? Hat auch irgendwie so einen Sheen mit dabei. Ist es Duochrome? Weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Duochrome ist. Der kommt aber dann auf jeden Fall direkt daneben. Und da haben wir ja quasi das matte Grün schon ein bisschen als Grundlage. In der Pinkbox hatten wir den Kajal Eye Pencil von Banana Beauty drin, denn die Pinkbox hat Geburtstag gehabt und das ist auch so ein, ja, Nude-Tönchen, ne? Wie heißt das denn? Cheeky Attitude, genau. Und der ist tatsächlich dann auch für die Wasserlinie gedacht, um das Auge optisch ein bisschen zu vergrößern. Also der hat jetzt nicht wirklich gut irgendwas gemacht, oder? Weiß ich nicht. Habe ich da jetzt groß irgendwas drauf? Ich sehe da nicht wirklich was von. Also irgendwie bislang die Produkte performen nicht so ultra geil, oder? Als Mascara habe ich mir hier von L'Oreal die Unlimited geholt. Da schwärmte damals ja auch die Moldavid immer so von. Das ist so eine ganz interessante Kiste, weil es ist eine tannenbaumförmige Gummibürstchen-Mascara. Aber die soll sich hier so knicken und dann soll das noch besser funktionieren. Bin ich gespannt. Riecht nach Mascara, also alles easy peasy. Und dann schauen wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Uiuiui, Leute, ich sag's euch, die ist sehr gut, die kann was. Die trennt, die verlängert, die macht Schwung, Volumen und die verklebt jetzt auch nicht so, ne? Also das ist halt auch immer so eine Geschichte, die ihr mir gerne in die Kommentare schreibt. Die macht echt ein tolles Ergebnis. Kann ich nichts, also wirklich nichts gegen sagen. Finde ich klasse, werde ich weiterverwenden, mag ich gerne leiden. Bislang eins der besten Produkte aus dem kompletten Fullface hier, ne? Weiter geht's mit den Lippen. Da habe ich jetzt zwei Produkte, die ich quasi alternativ verwenden könnte. Einmal aus der Vegan Beauty Basket Kia Charlotte oder Carlotta, ein Vegan Lipstick. Den habe ich hier in der Farbe Growth Mindset. Und dann habe ich hier aus der Blissine Box in Frankreich den Pompon Lippenstift. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Farbe das war. Das ist dieser hier. Und ja, einen von den beiden werde ich dann als Base quasi verwenden. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. Alles klar, dann nehmen wir mal die Kia. Zwei Amazon-Pakete werden heute zugestellt, inklusive Klebeband. Mega gut, weil mein Freund ist tatsächlich auch gerade dabei, oben zu renovieren. Also während ich hier sitze und mich schminke, hat er gesagt, ach Claudi, kein Problem, ich streiche oben die Wände zu Ende. Ich liebe ihn so sehr, Leute. Und ja, nächste Woche, wenn ich auf Corfu bin, aber das ist dann quasi bevor dieses Video online kommt, ne, wird mein Teppich geliefert. Weil oben werde ich dann Teppich haben. Ich hatte schon ewig keinen Raum mehr mit Teppich, aber es ist besser wegen Hall. So, hier haben wir auf jeden Fall den Kia Charlotte Lippi. Der kommt jetzt auf die Lippen. Und Leute, der passt sogar zum Look. Ich bin ja hin und weg, ne? Weil das ist ja ein relativ kühler Look durch dieses Braun ja auch, ne? Da passt jetzt sogar der Lippi. Eigentlich ist es ja kein Matter. Das heißt eigentlich, ein Lipgloss drüber zu geben, wäre dämlich. Egal, ich habe zwei hier. Und da können wir ja mal gucken, dass einer von den beiden drüber kommt. Einmal habe ich hier von Nabla. Auch aus der Purish Mystery Box Champagne Supernova. Ich meine, dass ich den sogar auch in dem Unboxing drauf gemacht hatte. Und dann habe ich hier Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss in der Farbe 201 Magic Match. Da muss ich nur mal gucken, wo ich den mit drin hatte. Der war in der Pink Box drin enthalten. Genauso wie auch der Banana Beauty Kajalstift. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 2. 2. Zwei. Siehst du wohl. Dann nehmen wir mal Essence. Oh, der riecht halt auch echt gut, ne? Wenn ich sowas mache übrigens, also über einen Lippenstift Lipgloss drüber zu geben, mache ich das Füßchen dann auch tatsächlich, bevor ich das wieder hier reinstecke, am Handtuch neben mir sauber, ne? Das ist nur empfehlenswert. Sonst wird das Produkt halt doof. Guck mal, wie juicy jetzt so meine Lippen aussehen, ne? Mm. Natürlich durch ja, den leichten rosa Einstich hiervon haben die was Gelbstichiges mit dabei, ne? Trotzdem. Geile Produkte finde ich schön, also cool, ne? Dass die auch so mit drin waren. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und zwar Parfum. Da habe ich tatsächlich im April 2 Parfums in Boxen drin gehabt. Das ist ganz schön viel. Gut, es war ja auch so Ostermonat, ne? Einmal habe ich hier Flower by Kenzo, also den habe ich, glaube ich, direkt auch ausprobiert. In der My Little Box war der nämlich drin enthalten. Richtig geiler Duft, also den würde ich gerne tragen, aber den würde ich genauso gerne tragen. Juliet Has a Gun Magnolia Bliss, den hatten wir in der Blissine Box aus Frankreich drin. Und ja, Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2, es ist 1. Yay! Ja, mag ich gerne. Oh, es riecht so ein bisschen, ich glaube meine Mama hat das Parfum, ich glaube deswegen kommt mir das so bekannt vor. Man soll das nicht machen. Das muss ich immer wieder dabei sagen. Man soll es nicht so verreiben. Ich mache es trotzdem. Meine Hände sind davon noch nicht abgefallen. Ein toller Duft. Also wirklich geil. Und das rundet jetzt auch tatsächlich das Full-Face-Beauty-Boxen ab. Denn wir hatten ja wirklich Höhen und Tiefen. Ne? Also es wird einiges aus dem, was jetzt in meinem Gesicht ist und jetzt hier in der Box auch drin ist, weiterziehen. Primer wird ausgetestet, noch weiter. Concealer wird noch weiter ausgetestet. Aber was safe weiterzieht, ist das Puder, die Foundation. Die Lidschattenpalette wird tatsächlich weiterziehen. Wohingegen ich aber vom Augenbrauen gehen und der Mascara sehr, sehr überzeugt bin. Bin ich auch sehr glücklich drüber. Der Kajalstift von Banana Beauty brauche ich nicht. Wird wahrscheinlich auch weiterziehen. Ne? Die beiden Lippenprodukte werden bleiben, weil ich die echt schön finde. Bronzer, klar, war vorher schon da. Blush wird bleiben, weil ich den schön finde. Joa, ansonsten Highlighter. Der von Ofra wird bleiben. Der von Catrice,
Ich weiß nicht, ich finde den sehr subtil, muss ich auch noch mal ein bisschen eingehender testen. Aber an und für sich, ne, es ist wieder gelungen. Also ich habe am Ende ein tragbares Gesicht in meinem, ne, und kann damit auch noch Videos drehen. Man sollte halt, wie gesagt, nicht allzu nah ranzoomen. Aber ich bin trotzdem glücklich. Alles ist gut, ne? Also ich fühle mich jetzt nicht unwohl oder so. Man kann halt, wenn man Make-up verwendet und dann so verrückte Produkte mit dabei hat, einfach auch die Produkte retten. Und das versuche ich euch auch eben genau mit solchen Videos immer wieder mit auf den Weg zu geben. Es kann sein, dass deine Foundation gerade einfach ein paar Shades zu dunkel ist. Dann kannst du mit Concealer oder mit Puder ausbessern. Es kann sein, dass irgendein Produkt fleckig ist. Auch da kannst du dann mit anderen Produkten korrigieren. Wenn du irgendwie eine Lidschatten Palette hast, die nicht so super krass pigmentiert ist, kannst du dadurch, dass du eine krasse Mascara verwendest, das so ein bisschen ausbalancieren und so, ne? Also da gibt es immer wieder verschiedene Möglichkeiten, dass man Produkte dann doch irgendwie dazu bringen kann, dass sie funktionieren, und vielleicht gibt euch das auch noch so einen kleinen, weiß ich nicht, Motivationskick, dann Produkte nicht direkt rauszukicken, dass man dann halt vielleicht die Produkte nochmal so ein bisschen weiter ausprobiert und kombiniert ausprobiert, um sie dann halt irgendwie zu einem Einsatz zu bringen. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Unboxing, nein, meinem Full-Face-Beauty-Boxen-Schminki für April. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir, und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!